Hallo liebe Git-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo, frohe Ostern an dieser Stelle. KiCad 6 kommt mit riesen Schritten. Im zweiten, spätestens dritten Quartal soll KiCad 6 dann auf den Markt kommen. Und wie ihr jetzt von 5 auf 6 migriert, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Es gibt da einiges zu beachten. Alle Befehle und Skripte und auch Links, die wir dazu brauchen, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als erstes hier Tech Explorations Commons, dieser Blog-Eintrag, und ihr seht jetzt hier werden die kompletten Funktionen von KiCad 6 beschrieben, alles was da neu drin ist. Und das Wichtigste, was hier neu ist, sind einige neue File-Formate, nicht nur für den Schaltplan, sondern auch für die Bibliotheken, auch für die eigenen Bibliotheken. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr aufpasst, was ihr da tut, denn ihr könnt in Zukunft nicht mehr von KiCad 6 auf KiCad 5 zurück. Also, ihr könnt KiCad 5 Projekte in KiCad 6 öffnen, aber KiCad 6 Projekte eben nicht mehr in KiCad 5. Hier das alte Format von 5 im Schaltplan und hier eben 6 im neuen Format. Was jetzt ganz wichtig ist, ich habe jetzt hier die Development-Version 5.99 dazu genutzt, um euch die neuen Funktionen mal zu zeigen. Daraus wird dann die 6 entstehen. Die ist auch noch nicht für den Produktionsbetrieb freigegeben. Wer also hier wirklich noch in produktiven Umgebungen tätig ist und nicht nur bloß im Hobbybereich, der sollte erstmal noch bei 5 bleiben und sich auch langsam Gedanken machen, wie er dann auf 6 umsteigt. Das nur als Hinweis. Wer hier nicht des Englischen mächtig ist, dieser ganze Blogbeitrag hier ist in Englisch, einfach hier kopieren und dann, ich nutze hier DeepL oder Google Translate, hier entsprechend einfügen und man erhält dann eine halbwegs vernünftige deutsche Übersetzung. Der Beitrag hier ist relativ lang. Arbeitet euch das wirklich mal durch. Hier werden alle neuen Funktionen vorgestellt und da ist einiges zu beachten. Das sollte man sich mal in aller Ruhe zu Gemüte führen, bevor man jetzt hier wild anfängt zu installieren und rumzuspielen. Sonst fällt euch das definitiv auf die Füße. So, die nächste Vorbereitung, die wir hier machen, ist jetzt hier bei mir im Linux. Ich habe mir dazu einfach mal hier einen KiCad 6 Ordner angelegt. Hier seht ihr den alten KiCad 5 Ordner. Ihr könnt jetzt alles, was hier im KiCad 5 drin war, theoretisch mit Copy und Paste wieder einfügen in 6. Das geht. Oder ihr fangt einfach neu an, indem wir hier jetzt hier den KiCad 6 Ordner öffnet und ihr legt euch mal hier die leeren Ordner an. Ich habe hier nochmal den Template und Lib Ordner oder Bibliotheken Ordner mal noch mit eigene vorsehen, um das ein bisschen deutlicher für mich zu machen, dass es hier meine eigenen entwickelten Bibliotheken und Footprints drin liegen und nicht die von KiCad. So, dann auch hier, es gibt im alten KiCad 5 war es ja ein GitHub-Ordner, wo wir die Footprints heruntergeladen hatten, die offiziellen Footprints, die bei KiCad mitgeliefert werden. Und ich hatte ja dazu Videos gemacht, wie man das auch aktuell halten kann, indem man hier also immer mit Git Clone von GitHub die Bibliotheken rüberzieht und aktuell hält. Und das ist jetzt alles hier auf GitLab gewandert. Und ihr ladet euch dann die Footprints und die Symbole von GitLab herunter. Aber die Befehle und auch das Skript, ich zeige es mal, ist auch das in der Videobeschreibung verlinkt, bleibt dann am Ende gleich. Die Befehle, also mit Git Pull dann, bleiben gleich. So, wenn ihr diese Ordnerstruktur angelegt habt, geht es jetzt daran, das zu installieren. Und zwar hier über kiCad.org auf Download, im Fall hier jetzt Linux Mint, geht er hier bis ganz nach unten. Die Befehle, die ihr dazu benötigt, auch hier in der Videobeschreibung, und ihr braucht im Prinzip diese drei Befehle. Es wird das KiCad Development Nightly Repository hinzugefügt, dann die Repositories updaten und das Programm installieren.
dann noch nicht ausführen. Alle anderen Befehle braucht ihr hier noch nicht. Was ganz wichtig ist, auch bitte nicht die Footprints und die Libraries installieren. Das machen wir dann gleich extra. Windows-Nutzer, einmal zurück, Windows-Nutzer, gleiches Vorgehen, hier nach unten, Nightly Development Builds, auch dieser Link verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr geht hier ganz nach unten, ihr seht, heute ist der 2.4., das ist also das aktuelle Tagesdatum und da wird jetzt hier jedes Mal ein neue Datei angelegt. Ihr auch hier bitte nur die Leitexe, die 1 GB könnt ihr euch sparen. Weil es würden jetzt hier zwar die Footprints mit installiert schon von vornherein, die werden dann auch alle da, hat aber den großen Nachteil, dass ihr im Prinzip dann nicht mehr mit GitLab updaten könntet. Also nur die Lite-Version und dann einfach mit Doppelklick installieren. Wenn ihr jetzt installiert habt, findet ihr unter Linux unter Sonstige dann das KiCad Nightly und wir können es mal starten. Ihr seht dann jetzt hier diese neue schicke Oberfläche mit diesen neuen schicken Buttons. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, keine Einstellungen aus KiCad 5 importieren. Ihr werdet die Abfrage erhalten, Einstellungen aus KiCad 5 importieren, Finger weg. Gilt für Linux und für Windows. Der nächste Schritt ist jetzt der Download der KiCad 6. Versionsbibliotheken, Footprints, 3D-Objekten. Wie gesagt, die haben auch ein neues Format und ich will mir dann das Migrieren der KiCad 5 Bibliotheken sparen. Das reicht schon, wenn ich meine eigenen migrieren muss. Da muss ich dann nicht noch die Version 6 migrieren oder in diese neue Version migrieren, die offiziellen Bibliotheken. Und wir machen das auch gleich so, dass wir dann zukünftig mit GitLab und GitClone, GitPull die ganzen Libraries auch immer aktuell halten können, denn da ändert sich ja immer wieder etwas. Deswegen auch bei der Installation eben hier die Libraries nicht mit installieren, sondern wir machen das über den GitLab-Ordner, den wir uns da angelegt haben, so wie wir das auch schon bei KiCad 5 durchgeführt haben. So, wie kriege ich jetzt diese Version 6? Ich gehe hier auf KiCad.org, die Download-Seite von den Libraries. Ich scroll hier nach unten. Wir haben jetzt hier die Libraries für das KiCad Version 6. Ich gehe mal hier in die Templates rein. Wenn ich den Link anklicke, komme ich also jetzt hier auf meine Templates und im nächsten Schritt brauchen wir dazu ein Command-Fenster, Bash, so, mache ich das mir hier mal größer, ziehen wir das Ganze in die Mitte hinein. Unter Windows, wie das unter Windows geht, hatte ich in meinen Videos für KiCad 5 schon mal gezeigt. Ihr müsst euch dann Git installieren für Windows und geht dann dort genauso vor, wie das in den Videos beschrieben ist. Ich zeige es jetzt hier einmal nur beispielhaft an der Linux-Variante. So, ich gehe hier in mein CD KiCad 6 Ordner hinein, dann in GitLab Ordner. Da müssen wir als erstes mal hineinwechseln. Wir geben dann den Git Clone Befehl ein. Alles beschrieben und verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es euch dann direkt rauskopieren und mit Copy-Paste einfügen. Und hier über Clone dann den HTTPS-Link, die URL kopieren, Rechtsklick einfügen und mit Enter bestätigen. Jetzt wird also der Template-Ordner hier geklont. Das macht er mit den anderen genauso. Ihr könnt also hier dann aus der Videobeschreibung die anderen 4 oder die anderen 3 Links noch kopieren und fügt die dann hier ein und ladet die herunter. Am Ende sollte das dann bei euch so aussehen, es müssen diese 4 Ordner hier müssen dann vorhanden sein. Die Footprints, die 3D-Packages, die Symbole und die Templates. Ihr legt euch anschließend so ein Bash-Skript an. Auch dieses Skript habe ich unten in der Videobeschreibung reinkopiert. Könnt ihr euch dann einfach mit Copy-Paste in einer Textbearbeitung anlegen, macht das Ganze ausführbar. Und die Leute für Windows nehmen dann das Bash-Skript aus dem KiCad 5 Video, könnt ihr euch dort entsprechend rauskopieren und nutzt das dann für die PowerShell.
So, wie sieht das dann im Prinzip aus? Ich öffne es mal hier mit der Textbearbeitung. So sieht dann dieses ganze Skript aus. In Zukunft braucht ihr dann einfach nur mit Git Pull dieses Skript ausführen und es wird dann alles abgedatet. So, kann ich jetzt hier nochmal machen. Punkt slash git update sh. Und ihr seht, bei mir ist dann schon soweit alles aktuell, bis auf eine Sache hier, das war jetzt ist nochmal was abgedatet worden und die anderen Repositories waren alle oder die anderen Bibliotheken waren alle aktuell. Damit haben wir jetzt auch unsere Libraries und wir können jetzt an die Konfiguration unserer Pfade in KiCad 6 Nightly gehen, indem wir jetzt hier öffnen. Wir öffnen über Einstellungen Pfade konfigurieren unser Pfadfenster. Ihr werdet jetzt hier in diesem Fenster folgende Variablen mit den dahinterlegten Werten finden. Das ist einmal hier der 3D-Modellordner in Unix System Resources, der Footprint, die Symbolordner, dann der Template-Ordner. Das sind feste Variablen, die werden bei der Installation angelegt. Und auch den User-Template-Ordner, da wird auch wahrscheinlich ein anderer Ordner drinstehen. Das sind die Grundvariablen, die sind auch nicht löschbar. Wenn ich die jetzt hier anklicke und gehe jetzt hier mal drauf, dann seht ihr, kann ich die hier nicht löschen. Ich kann aber meine selbst angelegten Ordner oder Variablen löschen. Das ist jetzt hier von mir eine selbst angelegte Variable. Wenn ich jetzt hier also drauf gehe, zack, dann wird die rausgeschmissen. Und wir müssen uns jetzt mal das nochmal neu anlegen. Ich gehe also dazu jetzt hier rein. KiCad 6, in dem Fall war es unterstrich GitLab. Das ist jetzt unser Hinweis, dass wir das also hier verlinken auf diesen GitLab-Ordner, den wir da ja gerade mit Git geklont haben. Und dann Symbol unterstrich dir. Und wir wechseln hier hinten hinein und über den Auswahldialog können wir dann hier auf KiCad 6 GitLab und die Symbole. Na, so. Wenn ich dann hier drin bin, einfach öffnen und dann wird dieser Ordnerweg hier übernommen. Bei User Template dann entsprechend hier das eigene Template, den eigenen Template an Ordner auswählen und anpassen. Die Windows-Leute können dann entsprechend hier C-Doppelpunkt Benutzer, Benutzername und ihren Pfad eintragen. Da kann man vielleicht auch nochmal, wenn man KiCad 5 noch parallel dazu installiert hat, nochmal abluchsen, wie man das hier schreiben muss. Ganz wichtig hier vorne bei den Variablen-Namen, ihr seht ja, ich habe mich hier im Wesentlichen an die Konventionen der Vorgabe der Installation gehalten. Ich habe hier nur das GitLab eingefügt. Bitte nicht jetzt auf die Idee kommen und zu sagen, naja, ich kopiere mir das jetzt, dann spare ich mir die Tipperei, ich kopiere mir jetzt hier KiCad 6 3D-Modell dir, füge das dann hier unten im neuen Feld ein und schreibe hier nur GitLab dazwischen und schon habe ich das. Das geht schief, da wird nämlich irgendwo ein Sonderzeichen mit kopiert, das man jetzt hier nicht sieht, also so ein Umschaltzeichen. Newline-Zeichen wird damit kopiert und KiCad hat damit ein Problem. Ich musste das dann händisch aus dem Konfigurationsfile herausschmeißen. Das bitte nicht machen. Ihr müsst hier wirklich mal abtippen. Ist ein bisschen Fleißarbeit. Und ihr legt euch alle folgende oder ihr legt euch jetzt folgende Variablen an. Also KiCad 6 GitLab 3D-Modell, dann GitLab Footprint, GitLab Template, dann das User-eigene libdir und User-git oder GitLab-Symbol. Also muss es so aussehen wie hier auf dem Bild. Sollte es dann bei euch aussehen und ihr könnt mit OK beenden. Ja, jetzt habe ich die natürlich hier noch nicht belegt, die hatte ich ja angelegt. So, löschen. Also so muss es zum Schluss aussehen und dann einfach mit OK bestätigen. Im nächsten Schritt fügen wir jetzt die Symbolbibliotheken ein.
Dazu gehen wir jetzt hier oben auf Einstellungen, Symbolbibliotheken verwalten. Ich ziehe mir mal hier etwas das Projekt größer. Mit Shift, wenn jetzt hier bei euch was drin ist von der Installation, gehen wir hier nach unten. Mit Shift gedrückt halten, werden die alle ausmarkiert und wir schmeißen die raus oder ihr schmeißt die raus. So sollte es dann erstmal aussehen. Und wir müssen jetzt also die GitLab-Bibliotheken importieren, indem wir hier auf das Ordnersymbol klicken. Wir gehen in den KiCad 6 Ordner GitLab und jetzt hier als erstes mal in den Symbolordner. Wir scrollen nach unten, mit Shift anfassen. Haben wir die jetzt hier alle drin und mit Öffnen werden sie jetzt eingelesen. Es sind jetzt alles schon Bibliotheken, die diese neue Dateiendung kiCad-Sim haben. Und die sind jetzt hier mit drin. Und ihr seht, hier vorne wird unser Ordnerpfad durch die Variable ersetzt, also dieses GitLab-Symbol-Dir. Und wenn ihr jetzt hier einfach mal irgendwann diesen Ordner ändern würdet, bräuchtet ihr das nur unter den Pfadangaben ändern und hier wird es automatisch übernommen werden. Wenn ihr jetzt eine alte Bibliothek habt, die ihr hier einbindet, also ich mache das jetzt mal hier aus einer alten Bibliothek hier, also mal diese Arduino Boards Lib. Ihr macht das jetzt nicht, ich zeige es nur, wenn ihr die jetzt hier reinnehmt, könnt ihr die hier über Migrieren anklicken und Ja klicken und automatisch wird diese KiCad 5 Bibliothek dann in eine KiCad 6 Bibliothek geändert und sie bekommt dann hier, ich kann es ja mal machen, mit Ja einfach hier diese neue Änderung und damit ist sie konvertiert. Allerdings jetzt hier natürlich im KiCad 5 Ordner, deswegen werfe ich das hier nochmal raus. Ich habe natürlich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet und habe hier meine eigenen Libraries. Ich habe die hier auch schon alle migriert und die füge ich jetzt hier ein. So solltet ihr das dann machen, also KiCad 5 Bibliotheken rüber kopieren in den eigenen lib-Ordner und erst dann einfügen. Ihr habt dann hier hinten dieses Punkt lib und dann anklicken und die Bibliothek migrieren. Ja, dann ist auch hier KiCad-Sim und ihr habt das neue KiCad-Bibliotheksformat. Wenn ihr dann in diesem KiCad 6 Ordner hier eigene lib vorher, also wie gesagt, reinkopieren, dann importieren die .lib und dann migrieren und ihr seht jetzt dann hier die KiCad-Sims. Hier würde jetzt noch die Boards lib, KiCad-9ZZZ lib und so weiter liegen. Die könnt ihr dann anschließend alle rauswerfen. Die alten Dateien, die werden also neu geschrieben und dann hier in diesem neuen Format abgespeichert. So, damit hätten wir die Symbole. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er die eine eingelesen hat. Dann gehen wir auf die Footprint-Bibliotheken. Auch hier wieder alle rausschmeißen, was da eventuell von der Erstinstallation noch drin ist. Auch hier wieder werfen wir das alles raus und wir gehen jetzt hier auf den Ordner drauf. Gehen hier an KiCad 6 GitLab. Und jetzt bitte nicht hier in den Ordner hineinwechseln, sondern hier oben bleiben, also nur diesen Footprint-Ordner anwählen oder markieren und dann öffnen. Und es werden jetzt alle automatisch eingelesen. Ah, jetzt habe ich hier wahrscheinlich eine versehentlich nicht gelöscht. Die lassen wir natürlich aus, dass wir sie nicht doppelt drin haben. Bei euch sollte diese Meldung nicht erscheinen. Und damit wären jetzt alle Footprints drin, die wir von GitLab gezogen haben. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt brauchen wir natürlich noch die eigene, unsere eigenen. Da wechseln wir zurück in KiCad 6. Auch hier wieder sind jetzt unter diesen Ordnern meine eigenen Footprints drin. Wir lassen hier nur den eigenen Lib-Ordner angemarkiert und über Öffnen werden die dann hinzugefügt. Und wir sehen es hier, sind sie dann auch schon, hoppala. Hier sehen dann jetzt hier unten an der Pfadvariable, die wir ja vorher eingestellt hatten, dass auch hier diese
Bibliotheken über die richtige Fahrtvariable eingebunden werden. Soweit, so gut. Dann haben wir das alles fertig. Wir können jetzt mit OK beenden. Das sollte jetzt soweit erstmal alles zum Thema Bibliotheken sein. Wir gehen dann nochmal auf die Einstellungen an sich. Dann haben wir hier die allgemeinen Einstellungen. Hier bitte einfach mal diese Einstellungen, so wie ich sie habe, übernehmen. Ich erkläre das dann in meinen nächsten Videos, wenn ich wieder von vorne anfange mit KiCad 6, nochmal alles en Detail. Wichtig wäre dann hier nochmal diesen Ding, Texteditor einzubinden, den User Bin Xset. Das könnt ihr noch machen. Und ansonsten bitte hier einfach mal die Einstellungen so übernehmen, wie ich sie euch jetzt hier zeige, indem ihr einfach das Video stoppt und dann die Einstellungen übernehmt. Das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Osterzeit und bis die Tage. Tschüss.